Hallo Leute, heute mal ein Ding in eigener Sache. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mal ein Video gesehen, da haben sie mit dem 98er geschossen, und zwar mit so einem ZF-41, mit so einem kleinen Zielfernrohr, was zur Zeit des Zweiten Weltkrieges aktuell war. Und habe mir überlegt, Mensch, so ein Ding macht bestimmt Spaß, könnte man sich eventuell auch mal besorgen, so als Reproduktion, und habe dann mal ein bisschen rumgeforscht und siehe da, wie viele Originale es davon noch gibt. Das ist ja ein Wahnsinn. Das Geilste war auf IGAN. Da habe ich ein Original ZF-41 mit einer Original-Montageanleitung gesehen. Und in dieser Montageanleitung steht, das ZF-41 war während des Zweiten Weltkrieges, wie war das hier, ein weit verbreitetes Zielfernrohr. Und sowas haben die schon, also während der Zeit des Zweiten Weltkrieges, haben die über die Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach gesprochen. Sehr interessant. Finde ich cool. Leute, wenn ich sowas lese, dann wird mir die Pisse kalt. Sorry, aber so ist das. Hier, das Ding, der ist original. Das ist ein alter 98er, 660. Gestempelt, Steyr. Hier ist noch so ein Russenkreuz. Entnazifiziert. Da weiß ich, das Ding original. Der ist original. Der ist zwar nicht mehr nummerngleich, nur noch Verschluss und Lauf. Aber der hat die Zeit mitgemacht. Oder ein anderes Ding, ich war vor ein paar Jahren mal Waffenbörse Kassel, bin ich zu der Zeit gerne hingefahren. So lange, bis ich dann meine Handgranate gesehen habe, mit sehr merkwürdigen Nummern drauf. Ich habe hier mal so eine Deko-Handgranate als Beispiel, und da war auf dem Topf, weiß ich, 31 Millionen bla bla bla, und dasselbe auch nochmal auf dem Stiel. Ich denke, na nun, was ist das denn? Habe den Kollegen da gefragt, der sagte, ja, das sind die Waffennummern, damit man weiß, welcher Handgranatentopf zu welchem Stiel passt. Wow. Ich weiß, dass die Deutschen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und davor sehr stempelwütig waren. Aber so eine Kacke haben selbst die nicht gemacht. Also Leute, es gibt keine Originale mehr. Und wenn, dann nur ganz, ganz, ganz wenige bei irgendwelchen Sammlern. Und die werden bestimmt nicht bei IGAN für 399 verkauft. Glaubt diesen Mist nicht. Dankeschön. Danke fürs Ansehen.